Clemens Tönjes ist mit sofortiger Wirkung als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 zurückgetreten. Eine Begründung wurde nicht genannt. Der 64-jährige Fleischunternehmer hatte das Amt seit 2001 inne. Tönjes ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Tönjes, die wegen zahlreicher Coronavirus-Ansteckungsfälle in die Schlagzeilen geriet, die in Teilen Nordrhein-Westfalens die Wiedereinsetzung von Quarantänemaßnahmen nach sich zogen. Menschenrechtler und Tierschützer werfen ihm und seinem Unternehmen zudem Ausbeutung von Beschäftigten sowie unwürdigen Umgang mit Tieren vor. Am Samstag demonstrierten rund 1500 Schalke-Anhänger gegen Tönjes und forderten seinen Rücktritt. Sie hielten ihm nicht nur sein Geschäftsgebaren als Unternehmer, sondern auch eine Häufung von Fehlern als Schalke-Aufsichtsratsvorsitzender vor. Im vergangenen Jahr geriet Clemens Tönjes wegen einer rassistischen Äußerung in die Kritik.